Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem übertrieben freshen und knackigen Kanal, den ihr eigentlich schon längst abonniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Wir machen heute mal einen Prank an Emre. Ich freue mich übertrieben darauf, Freunde. Ich habe mir was richtig, richtig Geiles überlegt, sage ich euch ehrlich. Und ihr habt es natürlich schon gesehen, Emre ist nicht am Start, Freunde. Emre ist gerade draußen und dementsprechend passt das ganz gut. Ich muss sagen, ich habe die Idee schon vor 2 Wochen ungefähr gehabt. Ich musste natürlich warten, bis Emre jetzt weg ist. Ich musste das Ganze so ein bisschen mir überlegen, wie ich das Ganze mache. Ich erkläre es euch, Freunde. Ich habe vor, Emre zu pranken in seinem Livestream, beziehungsweise ihr wisst ja, dass Emre regelmäßig livestreamt und ich habe jetzt bald vor, auch wieder dazu zu kommen und wieder mitzumachen in den Livestreams. Und aber bevor ich bei den Livestreams wieder mitmache regelmäßig, muss ich auf jeden Fall eine Sache tun und das ist Emre zu pranken, Freunde. Ich habe nämlich eine richtig, richtig geile Idee. Also die Idee ist wirklich babamäßig. Ich habe es noch nie bei irgendeinem anderen YouTuber oder Streamer so gesehen. Also ich hoffe, das klappt, Freunde. Und ich erkläre euch das Ganze einmal. Ich werde jetzt hier mit euch gemeinsam bei Amazon eine Maske bestellen, irgendeine Horror- oder Psychomaske, ne? Und wenn die Maske dann ankommt, dann wird es noch eine Aufnahme geben, Freunde. Dementsprechend wundert euch bitte nicht, dass es verschiedene Cuts geben wird in dem Video mit wahrscheinlich verschiedenen Outfits von mir, weil ich an verschiedenen Tagen drehen werde, okay? So, wir werden jetzt auf jeden Fall hier eine Horror- oder Psychomaske bestellen, die auf jeden Fall sehr, sehr gruselig aussieht. Und an dem Tag, wo dann Emre am Livestream sein wird, werde ich dafür sorgen, dass so ein paar komische Dinge passieren, okay? Ich werde mit der Handy-App mit Alexa rumspielen, die Lichter an- und ausmachen. Dann werde ich an die Tür klopfen, dann denke ich mal, wird der Chat reinschreiben, ey, da hat jemand an die Tür geklopft, dies und das. Also ich werde während des ganzen Streams so ein bisschen versuchen, Emre zu triggern und so, dass so komische Sachen passieren, ne? Und wenn er dann komplett fokussiert ist und konzentriert ist auf sein Hauptding, auf die Reaction oder auf sein Spiel, was auch immer, werde ich den Raum hier stürmen, Freunde, den Livestream stürmen und ihr werdet dann sehen, wie er reagiert und ich ihn dann mit Maske attackiere, so. Okay, ich hoffe, das Ganze klappt, Freunde, ich stelle mir das übertrieben witzig vor, ich hoffe, es wird witzig und ich würde sagen, wir switchen jetzt ganz kurz um zu der Stream-Ansicht, wo ihr uns eigentlich immer in den Livestream seht und da bestellen wir ganz kurz die Maske, Freunde. So, Freunde, ihr seht mich jetzt hier aus der Streaming-Perspektive und ich bin jetzt hier schon bei Amazon drin. Und wir suchen jetzt hier mal nach einer Horrormaske, um den lieben Emre ein bisschen aus der Fassung zu bringen während seines Livestreams. Das Ding ist, es ist halt auch eine Frage, vor was für einer Maske er sich erschrecken wird. Ich sage euch ehrlich, ich habe noch nie einen Prank gemacht, ne? Ich bin auch kein Fan von so Pranks, aber irgendwie muss ich das Ding hier durchziehen, weil das kitzelt mich. Ich habe Bock darauf, sage ich euch ehrlich. Also ich hoffe wirklich, das wird lustig. Ich stelle mir das sehr, sehr witzig vor. Die Frage ist halt wirklich nur, welche Maske nehme ich jetzt hier, ne? Ich glaube, ich nehme irgendeine Maske, die mich selber vielleicht ein bisschen schockieren würde im ersten Moment. So ein Teddy ist vielleicht ziemlich psycho. Wenn man den im ersten Moment sieht, so, man denkt so, what the fuck? Obwohl, ich glaube, so ein Teddy ist zu süß. So ein Teddy ist zu süß. Sowas ist ziemlich psycho. Hier gibt es wirklich ziemlich viel. Ich glaube, ich setze mich wirklich auf eine Maske fest, Freunde, vor der ich mich wirklich selber auch erschrecken würde. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn ich das nachts sehen würde, würde ich hier sowas, so ein Rabe. Digga, what the fuck, würde ich mir denken. Aber der sieht halt mein restliches Gesicht. Dann brauche ich auch noch so einen scheiß Hut, Digga. Und allein die Maske kostet nur 30 Euro. Das ist mir zu teuer. Sag ich euch ehrlich, so viel Pader habe ich nicht. Okay, die hier ist eigentlich wild. Die ist eigentlich hier für Paintball, ne? Oder Airsoft, okay. Die ist eigentlich hier für Paintball, aber die sieht eigentlich wild aus, so alienmäßig. Und da denkt er sich bestimmt, what the fuck. Okay, die ist wild. Die Maske ist wild, Freunde. Ich glaube, die werde ich bestellen. Die kommt hier am Montag oder am Samstag, wenn wir schnelle Lieferung machen. Wir haben heute Mittwoch. Okay, wir machen schnelle Lieferung und wir hoffen, dass das Ganze am Montag, am Samstag ankommt und Emre vielleicht sogar Samstagabend streamt, Freunde. Das wäre perfekt, dann könnte ich... Jetzt haben wir Dienstag, dann könnte ich das Video vielleicht nächste Woche Montag online bringen. Das wäre perfekt. Wir bestellen jetzt diese Maske hier mit Expressversand. Okay, Freunde, die Maske ist jetzt auf jeden Fall bestellt. Ich habe mich für diese schwarze Paintball-Maske entschieden, die so ein bisschen alienmäßig aussieht, weil ich glaube, auch vor der würde ich mich am ehesten erschrecken, wenn mich sowas im Livestream einfach antrifft. Wisst ihr, was ich meine? So ein Affe, dies, das war einfach zu übertrieben. Da weiß einem einfach, das gibt's nicht. Und ich glaube, so ganz in schwarz und dann ziehe ich mir noch so was ganz, ganz Dickes an, damit ich noch dicker bin, als ich bin. Und Emre, ich denke, so fett ist mein Bruder auch nicht, ne? Also ich werde das schon relativ perfekt versuchen zu planen, auf jeden Fall, Freunde. Samstag kommt das Ganze an. Ich habe jetzt extra den Expressversand gewählt und ich hoffe, dass ich das Ganze Samstag abdrehen kann und dass das Video dann Montag, Dienstag online kommt nächste Woche. Ich freue mich, ich bin sehr, sehr gehypt. Ich hoffe, das Ganze klappt, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Cut, wenn die Maske ankommt, Freunde. Okay. So, Freunde, wir haben jetzt inzwischen Samstag und die Maske kam heute Morgen hier an. Ich muss sagen, ehrlicherweise hatte ich Glück, dass Emre das Ganze nicht mitbekommen hat, weil immer, wenn ich Pakete bekomme, ist er sehr neugierig und fragt in der Regel schon, was ich mir bestellt habe oder was da angekommen ist. Und dementsprechend, er hat heute nicht mitbekommen, Freunde, dementsprechend musste ich mich auch gar nicht rechtfertigen. Die Maske ist auf jeden Fall jetzt am Start. Ich muss sagen, sieht
schon sehr, sehr gruselig aus, sehr, sehr vielversprechend. Ich werde das Ganze jetzt einmal ganz kurz anziehen, damit ihr einmal seht, wie das Ganze aussehen wird, Freunde. Morgen ist Sonntag, morgen wird der Livestream, hat er mir gerade schon gesagt. Und morgen werde ich das Ganze dann versuchen durchzuziehen. Ich ziehe die einmal an, Freunde. So, die Maske habe ich schon mal an, Freunde. Und die passt auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Und ich habe mir hier Handschuhe besorgt, ja. Schön schwarze Lederhandschuhe, damit das Ganze auch schön authentisch und echt wirkt. Und der Emre sich schön einscheißt morgen, okay. Das sieht auch schon ganz anders aus mit Handschuhen, sage ich euch ehrlich. Und wir ziehen den anderen auch nochmal an. Das wird so lustig, ich sage euch ehrlich. So, und dann natürlich noch die Kapuze. So. Was sagt ihr? Ich glaube, Emre wird sich morgen in die Hosen scheißen, seid mal ehrlich. So, wenn er hier am Stream ist, mitten in der Nacht und ist voll fokussiert auf sein Ding und dann wird der Raum hier einfach gestört und er kriegt auf die Fresse. Also ich stelle mir das schon sehr, sehr lustig vor. Die einzige Sorge, die ich habe, dass Emre vielleicht, weil wir haben hier einen Baseballschläger, zum Baseballschläger greift und mich dann attackiert, Digga. Also ich habe schon so ein bisschen Sorge, dass ich morgen eins auf die Fresse kriege, aber ich denke mal, das könnte ganz lustig werden. Und meine zweite Sorge ist, dass Esko mich vielleicht nicht erkennt und mich angreifen könnte. Dementsprechend muss ich Esko jetzt abhärten und ich werde Esko jetzt vor die Cam holen und mal gucken, wie er reagiert auf meine Maskierung und mein Outfit, okay? Ich hoffe, morgen läuft es anders. André schmuggelt Kilos über die Grenze und wir Hühner. Scheiße, der kam richtig geil, der Spruch, Digga. Eieiei. Wir haben jetzt Sonntagabend und Emre ist jetzt gerade am Stream. Der macht jetzt gerade eine Reaction auf Twitch und ist jetzt gerade auf jeden Fall live. Wir haben ungefähr 1:20 Uhr. Ich bin mir nicht ganz sicher, Freunde. Und ich werde jetzt auf jeden Fall runtergehen in den Raum, beziehungsweise ich werde in den Nebenraum gehen, der ist direkt neben mir. Und ich werde den dann pranken, der ist gerade voll in seinem Element, Freunde. Ich habe gerade den Stream schon geguckt und ich hoffe, das Ganze klappt. Ich hoffe, er erschreckt sich und das wird kein Fake, Freunde. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ich sage euch ehrlich, ich schlitz wie verrückt hier unter dieser Maske. Und das ist auf jeden Fall das Outfit hier so, ne? Ich werde jetzt noch Schuhe anziehen und dann stürme ich da rein, Alter. Ich hoffe, das Ganze klappt und ihr werdet gleich sehen, das passiert. Viel Spaß. Stock 2. Andi! Komm, Alan! Komm, bist du verrückt, Alter? Wallah, bist du verrückt, aber bist du ein Mensch, ja? Geil, es hat geklappt, Alter! Wallah, geil. Was bist du für ein Mensch, ja? Sag mal ehrlich, hat's Angst? Oh, wie schaut die Hose geschaut? Was bist du für ein Mensch, ja? Ja, Mann, es hat geklappt, Alter! Digga, mein Herz stehen geblieben. Adi! Junge, was für dein Herz, Walla? Ich kipp gleich um, weißt du, wie ich schwitze, Alter? Guck mal. Erzählt der mir einen vom Herz, Walla? Seid mal ehrlich, Ted, habt ihr schon mal so einen Prank gesehen? Boah, Walla. Alles gut? Wow, was bist du für ein Mensch, ja? Sei ehrlich, war gut, ne?
Alter! Warte, ich mach kurz Jutsu. Boah, ich bin durchgeschwitzt, da, durchgeschwitzt. Ey. Oh. Hast du nicht damit gerechnet? Digga, ich war in der Reaction. Weißt du, was ich eigentlich vorhatte? Das Ding ist, du guckst ja hier hin, ne? Das habe ich gar nicht berechnet. Ich wollte eigentlich hier hinkommen mit der Maske und dann einfach hier stehen so und warten, bis du guckst. Weißt du, was ich meine? Egal, das ist gut fürs Video. Ich plane das schon seit 2 Wochen ungefähr, den Prank. Das wird als Video kommen, Chat. Ich habe schon einige Dings. Ich habe das jetzt seit letzte Woche ungefähr angefangen, die Videos aufzunehmen, wo du halt draußen warst und so. Dann habe ich bestellt, dies, das. Ne? Das war halt der letzte Clip, der mir jetzt gefehlt hat. Das hast du bestellt? Ja, ja. Niemals. Ja? Echt? Das war jetzt der letzte Clip, der mir gefehlt hat, ne? Ich musste warten, du hast mich ein bisschen warten lassen. Weil ich bin voll außer Puste. Echt? Wo hast du das denn bestellt? Amazon. Du wirst ein Video sehen. Du hast ein Video gemacht? Ja. Wie? Das wird ein Video. Niemals. Was erzähle ich denn hier seit einer halben Stunde, Digga? Walla, der ist so im Schock, der weiß gar nicht mehr, was ich sage. Das Ding ist, du guckst so, und dann guckst du so runter, guckst auf die Hose, kommt mir bekannt vor. Man hat genau an deinem Blick gemerkt, Digga, so. Du hast gecheckt, hä, den kenn ich doch. Digga, mir ist das Herz stehen geblieben, kurz, und dann... Du kannst das auch, wenn du willst, in deiner Reaction drin lassen, ne? Digga, ist ja mal was anderes, oder? Ja. Digga, ich war so aufgeregt, ne, dass du dich nicht erschreckst oder so. Ich dachte, das wird ein Fail. Ich wollte erst Esko hier lassen, ne? Dann habe ich gestern seine Reaktion gesehen. Der ist mich voll oft angesprungen und so. Ich dachte mir, Digga, wenn ich Hände angreife, der beißt mich hier, Alter. Weißt du, stell dir mal vor, der beißt mich hier, Alter. Weißt du, wegen dem Prank. Ey, hätte ich dich jetzt irgendwie Dinge aus Reflex geschlagen oder so, ne? Ja, das war meine zweite Sorge, hab ich auch im Video gesagt. Dass du mich mit Basie oder so, der ist ja hier irgendwo, weißt du? Ja, was wäre jetzt, wenn ich dich jetzt geschlagen hätte? Ja. So, zum Glück habe ich direkt deine Hose erkannt. Dann wäre das auch witzig gewesen fürs Video. Ja, was willst du machen, Digga? Tja, lustiger Spaß, ne? Ich würde sagen, Tja, dann würde ich sagen, viel Spaß weiterhin beim Stream, ne? Digga. Ich lass die Maske bei dir, damit du eine Erinnerung hast, oder? Ja. Soll ich hier bleiben? Nein. Nein? Doch, ich lass sie hier. Hatte. Hatte. Viel Spaß noch. So, Chat, schönen Abend noch. Ciao, ciao. Ja. Na? Ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter, ne? So, weiter geht's mit der Reaction.